aus Zufall haben wir dann gesehen, 2.2.2022. Und dann haben wir halt geguckt, ob wir noch einen Termin kriegen dafür. Und dann war einer noch frei. Anscheinend wie für uns gemacht. Und deswegen haben wir uns für den 2.2. entschieden. Hochzeit. Wollte ich gerade sagen, genau. Also für mich ist das dann kein Problem, jedes Jahr an den Hochzeitstag zu denken. Ne? Er hat mir den Antrag gemacht im Winter letztes Jahr. Und dann haben wir uns gleich gedacht, ach, wenn wir so ein schönes Datum bekommen, was man sich gut merken kann, dann haben wir einfach mal geguckt, dann war sogar ein Termin frei. Und der 2. ist auch meine Glückszahl. Und ich finde, 2 ist immer schön. Genau, also, da kann ich nichts mehr zu ausführen.